Hallo, ich grüße euch. Ich wollte mal wieder ein Video machen zu den aktuellen Ereignissen, weil viele das, was um sie herum passiert ist, einfach nicht einordnen können, falsche Schlüsse ziehen und so weiter. Und ich möchte einfach mal ein bisschen Hilfe geben, das alles zu verstehen, damit die Ereignisse, die uns hier vorgespielt werden, nicht zu falschen Schlüssen führen. Allen voran erstmal die Geschichte mit dem Christchurch-Attentat. Ne? Der Ort wurde ja nun nicht zufällig ausgewählt von dem Attentäter und es soll wohl darauf abzielen, Hass aufzubauen gegen Schwarze Sonne, gegen sogenannte Rechte, obwohl wir das noch erstmal definieren müssen, was wir darunter eigentlich verstehen können. Ja, und nachdem ich das Video das erste Mal gesehen hatte, weil ich lese nur bei Hartgeld alles mit, was zum Thema Terrorismus und Bundesrepublik und Deutschland und USA veröffentlicht wird und gucke das auch nach und versuche die Quellen zu finden und auch das nochmal zu recherchieren, ob das alles so stimmig ist. Ja, und es hat dann ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich mir dann eine Meinung gebildet habe, die sich dann auch am Ende bewahrheitet hat. Nämlich, dass einige Ungereimtheiten gibt, unter anderem auch, dass sich Tote, also während der Angriff läuft, Tote auch immer die Socken wechseln, ne, erst barfuß, dann Socken anziehen, in der Moschee, wo man üblicherweise eben keine Schuhe trägt, auch normalerweise auch keine Socken. Dann die Geschichte, dass die leeren Patronenhülsen weder beim Runterfallen Geräusche machen, dass es bei den Schüssen keine Schreie gibt, keine Echos gibt. Die Patronenhülsen einfach um nichts verschwinden, statt auf den Boden abzuschlagen, obwohl auf dem Boden sehr feine Strukturen zu erkennen sind, wo also man halt also die leeren Hülsen liegen sehen müssen, alles nicht zu sehen. Dann hieß es wieder, es gäbe 50 Tote. Sehr bedauerlich, wenn das so ist. Dann postet wieder ein Video, wo sie die angeblichen Toten mit Kunstblut beschmiert ihren Auftritt feiern. Und dann wiederum heißt, na, die Obduktion läuft noch und die Toten würden dann den Hinterbliebenen übergeben. Also die Geschichte passt vorne und hinten nicht. Auch zwei Geschichten untereinander passen schon nicht. Also das ist ein typisches Zeichen, dass hier was gestaged worden ist. Und da habe ich mir überlegt, wer profitiert denn davon? Und nach einer gewissen Zeit kam raus, dass die vermutlichen Hintermänner dieser Aktion mit dem Charlie Hebdo Attentat in Verbindung stehen. Und da müssen wir ja wissen, wer hat denn das organisiert? Und die Spuren führen einmal in die Bundesrepublik und einmal nach Frankreich und einmal nach Israel. Wer sich die Charlie Hebdo Geschichte mal genau anguckt, sieht, dass da eine Attentatswagen wechselnde Überzüge über den Spiegel hat. Ne? Immer sind sie weiß, immer sind sie schwarz. So, und derjenige, der die Aufnahmen gestaged hat, ne? Dann wurde auch immer in der Tordurchfahrt, also künstlich ein Durchgang wegreduziert und so weiter, der normalerweise dort zu sehen ist, aber dann mal nicht und mal wieder da. Und sowas nennt man Easter Eggs. Die werden also von den Terrorspezialisten als Lebensversicherung eingebaut. Die sind so unscheinbar, dass man sie gar nicht gleich mitkriegt, aber sie sorgen dafür, dass diejenigen, die die Computerarbeit gemacht hat, nicht von den Auftraggebern umgebracht werden, weil die Spuren würden dann sofort zurückverfolgt werden. Ne? Das ist also das, wo die Macher solcher Videos an ganz kleinen Details solche Ostereggs vergraben und dann sozusagen eine Lebensversicherung aufbauen. Das ist das, was dahinter steckt. So, und jetzt ist natürlich die spannende Geschichte. In welchem größeren Rahmen steht das Christchurch-Attentat insgesamt zu allen anderen Sachen, die passieren? Wir erinnern uns am 27.03. wird die Änderung des Urheberrechtsgesetzes von der EU beschlossen werden, wenn es denn eine Mehrheit findet. Und jetzt ist eine interessante Geschichte. Das steht im Zusammenhang eben mit diesem Attentat, weil vermutet worden ist, dass in der Woche, wo die Attentate passiert sind, die Veröffentlichung der FISA-Dokumente erfolgen sind. Das heißt, die Spuren zu den Attentätern sind sicherlich auch noch bis zu den Demokraten zurückverfolgt worden, die möglicherweise Auftraggeber waren. Beweisen kann man es nicht, aber es ist naheliegend. So, und jetzt muss man Folgendes überlegen.
Die Aufklärung wurde ja gemacht von Leuten, die aus privatem Interesse Verbrechen versuchen aufzuklären. Ne? Ihr wisst ja sicherlich, es gibt eine ganze Gruppe von Leuten, die Regiefehler in Spielfilmen oder Trickfilmen finden. Ne? Die gucken sich die Trickfilme an und sagen, hä? Der Schauspieler, der bei Fluch der Karibik da hantiert, hat immer eine Rolex um oder irgend sowas. Ne? Und das finden die alles. Ne? Oder der hat immer eine Umhängetasche, die hängt immer auf der Seite, dann hängt die da vorne rum, obwohl die Kamera nur umgeschwenkt ist. Sowas passiert eben, weil Drehpausen eingeplant werden. Wenn irgendjemand schwitzt, muss da wieder die Maske ran. Und in der Zwischenzeit wird eben die Situation nicht wieder genauso hergestellt wie vorneweg. Und diese Regiefehler treten natürlich auch bei Attentaten auf, weil gewisse Dinge einfach passieren, die man nicht vorhersehen kann. Und wo der eigentliche Darsteller eben Fehler macht. Ne? Und dadurch wird es also enttarnt. So, und jetzt muss man wissen, jetzt will die EU ein Gesetz schaffen, damit eben die Veröffentlichung von solchen Videoanalysen, also ich zoome dort mal rein und da sehe ich doch, da steht, der Gegenstand stand beim Reinlaufen auf der Seite und beim Rauslaufen auf der anderen Seite. Geht ja gar nicht. Ne? Muss ja jemand woanders hingestellt haben. Also eine Vase oder irgendwas wandert dann plötzlich. Geht gar nicht. Ne? Die muss ja immer an dem gleichen Platz. Hat niemand verrückt, aber sind. Dann hat der eine Tote in der Szene 5 Sekunden vorneweg, was weiß ich, was anders an wie danach. Ne? Das funktioniert nicht. Und diese Dinge werden also dann ein deutlicher Hinweis sein, dass hier mit Computeranimation und schlampischer Arbeit eben irgendwas gestaged worden ist oder eben so ein Easter Egg gelegt worden, damit derjenige, der es gemacht hat, ja, möglichst nicht als Zeuge beseitigt wird. Und das ist das, was hier entscheidend ist. Dass man bei solchen Sachen natürlich auch in der Vergangenheit gehen muss und überlegen kann, mit welcher Sache steht denn das überhaupt in Zusammenhang. Sehr interessant bei dem Christchurch ist also, dass hier die EU Gesetze macht, eben um solche Aufklärung übers Internet zu verhindern. Ihr wisst, dass Facebook die hochgeladenen Analysen von den Leuten, die aus den Videos, also Sequenzen rauskopiert haben und sagt, guckt euch das mal an, das geht doch gar nicht, gelöscht hat und die sozusagen mit Urheberrechtsverletzung überzieht und auch Leute sperrt. Mich haben sie auch gesperrt. Ich kann also auch in Beitrag, den ich eingestellt habe, nur noch mal die Rechtschreibung korrigieren. Ihr müsst jetzt mal 30 Tage das aushalten, dass das falsch ist. Ich habe jetzt bei VK ja noch einen Account, den bediene ich, wenn ich gesperrt wäre. Sperren Sie mich bei VK, bin ich oder bei Facebook, also kein Problem. Ne? Also man kann also diese Wahrheitsbewegung nicht aufhalten. Es geht nicht. Dann nimmt man einen Twitter oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich dann in der Öffentlichkeit bemerkbar zu machen, sodass die ganze Sperrerei keinen Sinn hat. Es fällt auf jeden Fall auf, dass Facebook anscheinend in die Geschichte verwickelt ist. Nun muss man wissen, wem gehört denn Facebook? Facebook ist ein Projekt von der CIA, Lifelong. Und an dem Tag, wo Lifelong aufgehört hat, ist Facebook gegründet worden. Ne? Und zwar von den gleichen Leuten. Diejenigen, die in einem CIA-Projekt drinne waren, waren dann irgendwann Leitungsfunktionen von Facebook. Also wisst ihr, wo das Ding verortet ist. Und wenn Facebook sich einmischt in solche Sachen, wissen wir, dass in die Anschlagsserien auch der CIA verwickelt sein muss. Eine ganz logische Überlegung. Ja? Weil sonst würde ja Facebook sagen, na, also Verbrechen, Facebook hat Verbrechen aufgeklärt. Das ist ja was. Wir haben das geschafft und wir haben jetzt hinterlegt, dass mit der ganzen neuseeländischen Regierung, mit den sogenannten Five Eyes, was grundsätzlich im Argen ist. So, die also auch möglicherweise in die Geschichte von 1109 verstrickt ist, weil wir dort auch festgestellt haben, dass es zu Merkwürdigkeiten kommt. So. Und die ganze Geschichte wird momentan untersucht von einer Gruppe, ich sag mal, militärische Staatsanwälte, die versuchen, die 1109-Geschichte aufzurollen, und zwar noch einmal von vorne an mit Augenzeugen. Und das läuft momentan in Guantanamo. Wir hatten da letzte Woche eine Fortsetzungsverhandlung. Und da haben natürlich Leute, die dann dort vorgeladen wurden, möglicherweise auch gegen ihren Willen, gewisse Aussagen gemacht, dass das mit dem 1109 nicht so funktioniert. Und die einzige Sache, die mich gewundert hat, dass Seawein, obwohl eigentlich Kalesow den Film Dritte Wahrheit schon veröffentlicht hat, also die das kennen müssten, wenn sie denn wirklich ernstzunehmende investigative Journalisten sein wollen, wieder anfangen mit dem
mit den islamischen Flugzeugterroristen, wo wir ja wissen, der Einsturz des Flugzeugs kann nicht die Ursache sein. Ne? Man hat dann also auch mal eine Grafik gemacht, um sich mal zu, eine Vorstellung davon zu verschaffen, was denn Kerosin an so einem Wolkenkratzer ausmacht. Und da siehst du auf der Grafik so einen Wolkenkratzer und so ein kleines Krümel der Menge Kerosin, die dann, man will sich, beim Aufschlag schon explodiert und eigentlich nichts mehr groß anrichtet. So. Wir wissen also, dass niemals bei einem Feuer an der Brandursache eine so starke Radioaktivität auftritt, dass die alle Jodtabletten kriegen, die Feuerwehrleute, und dass die innerhalb kürzester Zeit wie die Fliegen sterben an Leukämie. So, da wissen wir, dass es kein Brand ist, der auf natürliche fossile oder chemische Brennstoffe entstanden ist, sondern dass das Ding atomar gesprengt worden ist. Und es muss auch jeden einleuchten, wenn zwei Flugzeuge beteiligt sind und jedes Flugzeug in so einen Turm reinfliegt und der dann nach einer gewissen Zeit zusammenbröselt, fällt deswegen nicht ein drittes ein. Das WDC-7 ist überhaupt nicht von dem Flugzeug getroffen worden ist und fällt auf die gleiche Weise zusammen wie die anderen zwei. So, und Kalesow hat eine sehr umfangreiche Videodokumentation gemacht, guckt euch unbedingt mal an, Kalesow, dritte Wahrheit. Dort ist ganz eindeutig belegt, wie diese glühende Magmakugel an dem Gran Zero zustande kam, die diese starke radioaktive Strahlung nach außen treten lassen hat. Und es kamen auch Dämpfe raus, wo man festgestellt hat, auch stark radioaktiv belastet. Auch New York ist bis auf heute noch abklingende Radioaktivität festzustellen. So, also haben wir im Prinzip einen klaren Beweis, dass der Einsturz des WDC eben durch diesen elektromagnetischen Impuls passiert ist, der dazu führt, dass es zum mikrokristallinen Bruch kommt und sozusagen Stahl und Beton pulverisiert. Und das ist auch das, was man sieht, die Außenverkleidung, ne, die oben abbricht, die zerstäubt plötzlich in der Luft, obwohl da überhaupt kein Widerstand da ist. Aber man sieht, dass das so, wie es am Ganzen oben weggebrochen ist, zu Staub zerfällt. Und diese ganzen Analysevideos werden eben auch regelmäßig von YouTube und von immer wieder gelöscht. Also weiß man, dass das auch gestaged ist, und diejenigen, die bei dem Anschlag von Charlie Hebdo und bei Christchurch beteiligt waren, sind möglicherweise die gleichen, die auch beim World Trade Center beteiligt sind, aber auf jeden Fall zu unterscheiden von angeblichen islamischen Terrorgeschichten. So. Denn, wir wissen, die israelische Firma, die damit in dem World Trade Center eingemietet worden ist, waren diejenigen, die an dem Tag oder am Vortag angerufen worden sind, nicht zur Arbeit zu erscheinen, und die sind dann auch nicht gekommen. Und durch puren Zufall ist an dem Tag eben der Anschlag passiert. Und derjenige, dem das Haus gehört, der hat das auch nochmal vorneweg ordentlich versichern lassen, sodass er also nochmal richtig Gewinn macht, wenn die Häuser geschädigt werden. Und das insgesamt sieht sehr gestaged aus. So, und jetzt müssen wir wissen, wenn eben so eine nachträgliche Aufklärung passiert, eben durch Videos oder durch Streams, was auch immer, die man hochgeladen hat, und da festgestellt worden ist, na, hier kann doch irgendwas nicht stimmen, oder jemand hat ein Video genau zur richtigen Zeit, am richtigen Moment zufällig gemacht und der Attentäter oder immer ins Bild geraten, dann will man eben diese Videosequenzen mit der Urheberrechtsverletzung, die da Urheberrechtsverletzungsgesetz eben verbieten können, damit eben keine Aufklärung mehr passiert. So, und nun muss man sich erstmal beschäftigen, inwieweit denn das EU-Parlament überhaupt diese Entscheidung treffen darf. Wir müssen jetzt mal überlegen, ist denn möglicherweise das EU-Parlament von deutscher Seite nicht verfassungskonform besetzt? Und da kann man sich überlegen, da besteht eine Möglichkeit. Ihr müsst euch mal eins überlegen, wie ist denn überhaupt der deutsche Anteil im Europaparlament zustande gekommen? Die sind mit der deutschen Staatsangehörigkeit in das Europaparlament gewählt worden. Deutsche Staatsangehörigkeit, da gehen mir sofort alle Alarmglocken an, weil wir wissen aus der alliierten Gesetzgebung, da gab es ein Tillerson-Urteil. Das hat ausgesagt, dass alles das, was nach dem 5.3.1933 passiert ist, nicht verfassungskonform zustande gekommen ist. Und das Tillerson-Urteil hat angemerkt, dass es wohl zur rechtmäßigen Ernennung von Hindenburg keine Zweifel gäbe, aber wir wissen ja aus den neueren Recherchen, dass mit dem Hindenburg auch was nicht stimmt. Und da bin ich mit der Sache mal nachgegangen und habe mal überlegt, kann denn Hindenburg rechtmäßig ernannt worden sein? Und da kommt man ganz schnell dahinter, dass das nicht so ist. Und zwar muss man sich jetzt nochmal genau die Abläufe überlegen, wie es damals überhaupt dazu kommen konnte, dass Hindenburg ernannt wurde. So, da gehen wir zurück
an den 18.10.1918. Da ging in dem damaligen Regierungssitz eine Morddrohung ein, dass der Kaiser sich überlegen sollte, abzudanken und die Geschicke eben den Akteuren der Weimarer Republik zu überlassen. Und die Initiative dieser Sache ging von dem sozialistischen Soldatenrat aus. So. Und dann kam es zu dieser Sitzung am 28.10.1918, wo die Verfassung geändert werden sollte. Und der Kaiser hat sich geweigert, die auszufertigen. Also eine Ausfertigung ist ein Verwaltungsakt, wo der Kaiser letztlich sozusagen, bevor das an die Öffentlichkeit kommt und in Druck geht, sozusagen das nochmal anguckt, ob das alles stimmig ist, aber auch damit einverstanden ist, weil wir haben ja eine Monarchie, einer entscheidet und schützt sozusagen das Volk vor Verschwörungen der Regierung. Der König soll mit seiner Funktion das Volk vor seiner kriminellen Regierung schützen. So, das ist seine Aufgabe. Und diesen König wollen sie beseitigen. Ja? Damit ist die Kontrollmöglichkeit des Volkes, ob die Regierung sauber oder kriminell ist, entzogen worden. Und genau das gleiche Schema auch jetzt überlegen bei der Änderung. So, jetzt ist Folgendes passiert. In der Nacht, also Max von Baden waren die Mordpläne eingeweiht und in der Nacht vom 28. zum 29. ist Max von Baden zum Kaiser gegangen und hat gesagt, ich bin leider Ohrenzeuge oder Augenzeuge eines Mordkomplotts geworden und du musst sofort das Land verlassen. Und der Kaiser natürlich bestürzt und hat natürlich gefragt, wie das alles sein könnte. Und wer natürlich Ohren- und Augenzeuge ist, steht natürlich dann auch unter Hochverratsverdacht und er wäre sicherlich auch verurteilt worden, weil man kann es ihm nachweisen. Und da hat er sozusagen ein Geständnis abgelegt und hat den Kaiser zur sofortigen Flucht sozusagen gedrängt. Und er ist dann nachts um 3 Uhr, also am 29. 3 Uhr über die Grenze in das Hauptquartier von Spa, wo also schon die Armee stand. So, das ist das, was man weiß. So, jetzt müssen wir weiter gucken. Jetzt ging die Geschichte weiter, dann haben die irgendwann Ebert eingesetzt. Ne? Und dann kam irgendwo von her eine Abdankungsurkunde geflattert. Und die ist dann vorgelegt worden und dann wollte Ebert sozusagen die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und da sind Leute, die Kaisers seine Ausfertigung schon genau kannten und auch viele alte Dokumente hatten, wo auch eine Unterschrift vom Kaiser ist. Und die haben die dann verglichen und haben festgestellt, dass auf den originalen Dokumenten die Unterschrift durchgezogen war und auf der angeblichen Abdankungsurkunde mehrmals angesetzt worden ist, um überhaupt den schwierigen Schriftzug hinzukriegen. Und sehr auffällig. Also wenn man sie direkt daneben legt, sehr auffällig. Und da haben sie den Ebert konfrontiert und haben gesagt, was ist denn hier los? Und da hat der Ebert gesagt, naja, wen interessiert denn das jetzt noch bei dem Chaos? So, also wissen wir, Ebert wusste, dass das ein Fake ist. Wir können auch nicht beweisen, wer den Fake angefertigt hat. Wir wissen aber, dass das Haus Cumberland, also England, damit in Verbindung steht. Und wir wissen aus einer Ermittlung, die aus den USA stammt, dass auch Churchill bei dem Anschlag von Sarajevo federführend beteiligt war. Schon damals. Nicht erst im Zweiten Weltkrieg, sondern im Ersten auch. Er hat also beide Sachen eingefädelt und hat also Ribbentrop aufs Kreuz gelegt. Das ist das, was wir heute wissen. So. Mit diesem Wissen weiß man, wie die weitere Geschichte verlaufen ist. Aufgrund dessen, dass also Ebert auch an dem Komplott beteiligt ist und kurz vor Weihnachten die sogenannte Blutweihnacht angerichtet hat. Das heißt, er hat also dort nochmal heimkehrende Soldaten erschießen lassen und alle Zeugen, die irgendwie vielleicht später aussagen könnten, dass das, was hier uns vorgezeigt worden ist, nicht funktioniert. Wenn wir jetzt weitergehen, wenn ihr meine Videos, die ich schon gemacht habe, auch nochmal anguckt, werdet ihr feststellen, dass es eine weitere Ungereimtheit gibt. Und zwar, die haben den Versailler Vertrag unterschrieben, also Max von Baden und Ludendorffs und Hindenburgs Offiziere. Die haben den gedrängt und unterschreibt das Ding ja, obwohl alle wussten, das Ding kann nicht gültig sein, solange wie der Kaiser nicht unterschreibt. Der Kaiser hätte sich natürlich geweigert, das zu unterschreiben. So. Und die haben dann einfach so getan, als wäre die ganze Reichskanzlerernennung legal gewesen. Und die DDR hat wohl auch aus dem Versailler Vertrag Sachen bezahlt. Obwohl sie das hätte gar nicht gemusst, wenn sie hätte mal ordentliche Recherche gemacht, wie das Ding eigentlich zustande gekommen ist. Entscheidend ist aber eins. Der Versailler Vertrag hätte die Weimarer Reichsverfassung eingesetzt. Also die Weimarer Reichsverfassung von 1919. Und die Weimarer Reichsverfassung hätte die kaiserliche Reichsverfassung aufgehoben. Auch über einen Artikel. Nun wissen wir ja, dass
das im Prinzip den alten Staat beseitigt hätte, also auch das Ausfertigungsrecht beseitigt hätte. Und wenn man aber sich anguckt, dass das Stack ein Ausfertigungsdatum hat, was immer noch auf den 22.07.1913 verweist, dann weiß man, dass diese Änderung oder das Inkrafttreten des Versailler Vertrags bzw. das Außerkrafttreten der kaiserlichen Reichsverfassung nicht stattgefunden haben können. Denn wenn das Datum immer noch das gleiche ist, stimmt doch was nicht. Würde der Versailler Vertrag in Kraft treten, würde Hitlers Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 5.2.34 dazu führen, dass das Ausfertigungsdatum des Staatsangehörigkeitsgesetzes auf dieses Datum vorgerückt wäre. Und das Gleiche wäre auch passiert, wenn die Weimarer Reichsverfassung wirklich in Kraft getreten wäre und nicht nur eine politische Willensbekundung gewesen wäre. Und aufgrund dessen, dass es nicht passiert ist, wissen wir, dass es überhaupt keine Änderung gegeben hat. Dass die alle so getan haben, als wäre das gültig, aber sie haben es eben den Fake nicht perfekt gemacht, sondern haben das Datum gelassen und damit ist nachgewiesen, dass das DAG selber eine Fälschung ist, weil der Gesetzestext vom 22.07.1913 von dem abweicht, was in offizieller Herausgabe des Rustag gestanden hatte. Das DAG und das Rustag haben unterschiedliche Text, aber das gleiche Ausfertigungsdatum. Und das würde ja bedeuten, dass die Frau Merkel mit der Zeitmaschine aus dem Kanzleramt, also wo die damals letzte Stadt geändert haben, zum Kaiser auf die Bornholm gereist sein muss, zu fragen, hey, kannst du mal unterschreiben, wir brauchen jetzt bei der nächsten Bundestagswahl ein geändertes Staatsangehörigkeitsgesetz, weil wir wollen unsere paar Migranten noch reinholen. Und wir wollen auch, dass jeder, der in Deutschland reinkommt, hier irgendwann Deutscher ist und so weiter. Und da hätte der Kaiser gesagt, oh, mach ich mal Merkel. Und dann hätte die wieder ihre Zeitmaschine angeworfen, wäre zurückgereist. Dass das nicht passiert sein kann, ist uns doch allen klar. Aber die haben mit diesem Gesetz gewählt und die haben auch den Teil des Europaparlaments damit gewählt. So, und jetzt müsst ihr uns weiter überlegen. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Na, wenn ich mit einem gefälschten Staatsangehörigkeitsgesetz in Europaparlament wählen will, dann kann das doch nicht funktionieren. Und dann müssen wir noch was bedenken. Wir gucken ins Grundgesetz und sehen, im Artikel 116 stehen die Grenzen vom 31.12.1937 drin. So, jetzt müssen wir überlegen, jedes Gebiet in dem gesamten Umfeld hat ja im Prinzip nochmal eine Unterteilung in die einzelnen Bundesländer. Ne? Da gibt es ja Bremen und Rheinland-Pfalz und so weiter, haben die alles unterteilt. Aber sie haben eins nicht gemacht, die haben den Teil, der heute in Polen liegt, überhaupt im Bundesland gebildet, wo die hätten auch einen Bundestag wählen können. Und die hätten auch aus diesem Bereich einen Vertreter in den Bundesrat entsenden müssen, der letztlich beraten und beschließen muss, welche Gesetzesvorlagen überhaupt im Bundestag vorgelegt werden. Und wenn der falsch besetzt ist, sind im Prinzip alle Gesetze nichtig, die seit dem Entstehen des DAG passiert sind. Unter anderem auch das Europaparlament, unter anderem auch die Wahlprüfungsbeschwerde, die wir beim Bundeswahlleiter Herrn Egeler vorgelegt hatten. So, und er hält das noch in die Kamera, also unsere Belastungsakte in die Kamera, und da sind die ganzen Lesemarken zu sehen. So, und er hat sich überhaupt nicht darum gekümmert und hat es einfach laufen lassen. So, und damit macht er im Prinzip alle Vorgänge ungültig, wenn er weiß, dass etwas nicht funktioniert, weil wir es ihm da ja schon reingeschrieben hatten, und lässt die Wahl laufen, macht er sich strafbar. Ne? Und macht alle Verträge nichtig, die eben durch den deutschen Anteil im Europaparlament zustande gekommen sind. Weil die haben ja alle Rederecht und die konnten ja nicht reden, weil die Falschen im Parlament sitzen. Demzufolge wird auch bei so einem kleinen deutschen Anteil, die ganzen Beschlüsse der EU nichtig. Und es besteht die Möglichkeit, dass alle EU-Staaten aufgrund dessen, es braucht nur bekannt werden, ihr braucht das Video nur in jede Sprache übersetzen, eure Partei vorlegen in Italien, in Frankreich, alle, die Nase voll haben, England, und könnt jeder Partei einen Grund liefern, die Deutschen haben mit der nationalsozialistischen Staatsangehörigkeit gewählt, obwohl das DAG nicht funktioniert. So, ihr wisst also, dass ein Besatzer auch nicht innerhalb der Sperrfrist des Tillerson-Urteils die Grenzen vorrücken darf, weil ja auch das nicht verfassungskonform zustande kommt. Der Hitler kann die Grenzen nicht ändern. Er kann auch nicht auf dem Versailler Vertrag hin Grenzen abtrennen oder Gebiete hinzunehmen, weil der Versailler Vertrag, habe ich gerade erklärt, nicht verfassungskonform zustande kam. Er hätte vom Kaiser ausgefertigt und unterschrieben werden müssen und diejenigen, die am Hochverrat beteiligt waren, hätten nicht mitmachen dürfen. Und wir wissen auch, dass Ludendorff daran beteiligt ist, weil in einem Gästebucheintrag in der Loge von Bayreuth
Grußwort von ihm drinne steht. Also wir wissen, dass er Freimaurer wäre und alleine das hätte dazu geführt, dass Ludendorff aus dem Staatsdienst, aus dem Militärdienst als Verräter entfernt worden wäre, weil Freimaurerei war im kaiserlichen Staat, also ein Kapitalverbrechen und das hätte also sofort zu einer Verurteilung geführt. So, also wissen wir, wenn die alle das versucht haben, dass es unterschrieben wird, alles nicht gültig. So, ich will jetzt erstmal eine kurze Pause machen. Ich mache dann nochmal einen Teil 2. Ich will bloß, dass das Video nicht so lang ist und dass ihr schon einmal euch mit der Thematik in der Zwischenzeit befassen könnt, während ich den zweiten Teil mache. Ne? Machen wir gleich weiter.